Ich heiße Ina, wohne seit 3 Jahren in Kiel und arbeite in Hamburg. Ich fahre eigentlich jeden Tag von Kiel nach Hamburg und abends von Hamburg nach Kiel. Wenn ich weiß, dass Schlechtwetter angekündigt wird oder Sturm, Orkan, was auch immer, dann richte ich mich darauf ein und suche mir schon vorher irgendwelche Alternativen, bleib vielleicht in Hamburg direkt und fahre gar nicht nach Kiel abends und morgens bleibe ich dann manchmal auch zu Hause und nehme mir einen Tag frei. Also ich kann auch nicht groß umsteigen aufs Auto, weil die Strecke Kiel-Hamburg ist auf jeden Fall auch nicht mit dem Auto zu bewältigen. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber der Flixbus würde zum Beispiel auch fahren. Also man braucht auf jeden Fall eine Alternative. Also wenn man wirklich jeden Tag abhängig ist, den Zug zu nehmen, dann muss man irgendwie eine Alternative haben.